Hi Leute und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video in meinem Sorted Online TikTok Video, welches ihr euch gerne noch einmal in der Endcard ansehen könnt, haben wir gesehen, dass es einige coole Projekte in VRChat geben soll. Und genau diese Projekte wollen wir uns in diesem Video einmal ansehen. Erst einmal noch zu VRChat. Dies ist übrigens ein kostenloses Tool auf Steam. Das heißt, alles, was ich euch hier in diesem Video zeige, könnt ihr euch auch selbst ansehen. Ihr braucht dazu nicht einmal unbedingt eine VR-Brille. Das erste, was ich euch zeigen möchte, sind Avatars. Tatsächlich könnt ihr hier auf dieser Ebene euch verschiedene Skins aussuchen. Und so sehen euch dann andere Spieler. Egal ob Kirito, Asuna, Shinnok, Yuki oder. Ihr könnt euch hier tatsächlich euren Lieblingsskin aussuchen. Aber für etwas anderes ist diese Map tatsächlich leider nicht nützlich. Die nächsten beiden Maps, die ich euch nun zeigen möchte, sind tatsächlich für euch nur interessant, wenn ihr das Spiel Sword Art Online Fatal Bullet gespielt habt. So könnt ihr hier nämlich tatsächlich einmal das Terminal als auch euer eigenes Zimmer euch ansehen. Besonders in diesem Bereich, wo ihr euer eigenes Zimmer euch ansehen könnt, gibt es tatsächlich auf dem Tisch sogar eine kleine Galerie, wo ihr Bilder sehen könnt, welche in Sword Art Online Fatal Bullet geschossen wurden. Zum Beispiel ein Bild mit Asuna und Yuki oder ein Bild vom Alpha System. Besonders da ich Sword Art Online Fatal Bullet sehr cool fand und meiner Meinung nach immer noch das allerbeste Sword Art Online Spiel of all time ist, fand ich das hier wirklich sehr cool. Auch wenn man an den Orten nichts wirklich Besonderes tun kann. Zwar gibt es in VRChat wirklich wunderschöne Orte, die halt auch wirklich echt toll sind, auch vor allem für Sword Art Online, zu denen wir gleich noch kommen, aber es gibt leider auch einige hässliche Orte, wie zum Beispiel den hier. Ein Himmel, wo ihr im Himmel tatsächlich das Schloss Eingrad ansehen könnt, aber wenn ihr euch mal das genauer anguckt, ist das Schloss Eingrad leider nur einfach nur ein hässlicher Pixelbrei und der hat auch noch keine Textur. Oder es gibt tatsächlich auch das Blockhaus von Kirito und Asuna, welches im ersten Blick ziemlich cool aussieht, aber wenn man sich es genau ansieht, sieht es halt einfach wirklich unspektakulär aus und nicht wirklich spannend, besonders auch wenn man aus den Fenstern schaut. Also es gibt hier in VRChat wirklich schöne Orte, aber es gibt auch leider hässliche Orte. Aber kommen wir natürlich noch zu meinen Highlights von VRChat, welche ich euch besonders empfehle, auch mal privat euch anzusehen. Und zwar als erstes könnt ihr hier tatsächlich Eingrad aus der Nähe betrachten, teilweise sogar in einem wunderschönen Sonnenuntergangsflair. Aber das eigentliche Highlight ist, wenn ihr auf einen besonderen Ball drückt. Dort kommt ihr tatsächlich in einen Raum, wo ihr euch tatsächlich verschiedene Bilder aus Sword Art Online angucken könnt, sogar mit einigen Artworks. Es gibt auch tatsächlich die Schwerter von Kirito, Asuna, Yujiro und Yuki. Und wenn ihr tatsächlich die Schwerter berührt, wird ein Soundfile abgespielt und ihr hört die jeweiligen Charaktere. Aber das Schönste befindet sich tatsächlich im ersten Stock des Gebäudes, und zwar in Kiritos und Asunas Schlafzimmer. Dort findet ihr nämlich auf einem Tisch Sachis Kristall. Und es wird, wenn ihr diesen Kristall tatsächlich berührt, Sachis letzte Nachricht abgespielt. Zusammen natürlich am Ende noch einmal mit dem Red Nose Reindeer Song, der von Sachi gesungen wird. Gerade wenn ihr das selbst erlebt, ist das schon hardcore traurig und unfassbar schön und eine wunderschöne Atmosphäre. Insgesamt ist dieser Raum einfach nur unglaublich schön. Und wenn ihr wirklich Sword Art Online Fans seid, schaut diesen Raum tatsächlich unbedingt mal privat ein. Das nächste und letzte, was ich euch gerne zeigen möchte, ist tatsächlich ein Sword Art Online Videospiel in VRChat. Hier startet ihr zuerst einmal in Kiritos Zimmer und könnt euch tatsächlich dieses Zimmer einmal ansehen, welches übrigens sehr schön gestaltet wurde. Auch hier könnt ihr mal gerne auf die Details achten. Ihr könnt nun hier tatsächlich nach ALO oder nach SAO diven, aber ihr kommt tatsächlich immer beim gleichen Punkt heraus. Dort könnt ihr euch erstmal einen Skin aussuchen. Auch hier habt ihr tatsächlich wieder die Möglichkeit, Kirito, Asuna und so zu wählen, aber ihr habt auch die Möglichkeit für Silica, Yui oder Lisbeth zu spielen. Dann könnt ihr euch auch natürlich noch die Regeln durchlesen. Dann könnt ihr einfach von der Plattform einfach abspringen und landet nun tatsächlich in der Welt. Wer Sword Art Online ReHolo Fragment gespielt hat, wird diesen Ort tatsächlich kennen. Und zwar ist es nämlich die Stadt der 76. Ebene von Eingrad und der Haupttreffpunkt. Hier versucht uns tatsächlich der Entwickler, dies tatsächlich als erste Ebene von Eingrad zu verkaufen. In der Stadt könnt ihr euch nun tatsächlich eine Waffe aussuchen und die Stadt ein wenig erkunden, wo ihr unter anderem Silica, Asteria, Shinnok, Elgi und alle anderen Charaktere tatsächlich treffen könnt. Wenn ihr die Stadt nun tatsächlich verlasst, seid ihr nun tatsächlich auf der ersten
Ebene und könnt gegen Monster kämpfen. Auf dem PC habe ich das Kampfsystem nicht so ganz wirklich verstanden und deswegen bin ich oft gestorben. Ihr könnt aber auch nur alles erkunden, wenn ihr wollt. Also das heißt, ihr müsst nicht kämpfen, sondern könnt auch, so wie ich das getan habe, alles erkunden. So findet ihr zum Beispiel das Amphitheater, verschiedene Monster und natürlich den Eingang in den Ebenen-Dungeon. Dieser ist ähnlich wie im Anime ziemlich schlauchartig angelegt, wo ihr nach und nach einige Monster begegnet, gegen die ihr natürlich auch kämpfen könnt. Aber müsst es nicht, ihr könnt auch an sie vorbeisneaken. Wenn ihr euch so schnell bewegt wie ich durch den Dungeon, braucht ihr ca. 15 Minuten, bis ihr nun tatsächlich am Ende des Dungeons seid. Aber leider gibt es aktuell noch nicht den Bossraum. Das heißt, ihr könnt euch leider noch nicht mit Ilfeng the Kobold Lord anlegen, sondern ihr habt nur die Möglichkeit, tatsächlich die Stadt euch anzugucken, ein wenig tatsächlich durch die Ebene zu kämpfen und natürlich auch den Ebenen-Dungeon euch durchzukämpfen. Aber einen Bossfight gibt es leider aktuell noch nicht. Gerade die ganzen Details sind unglaublich cool und sind wirklich empfehlenswert. Besonders wenn ihr das Spiel Sword Art Online Re-Holo Fragment gespielt habt, müsst ihr euch das unbedingt immer angucken. Auch für den Rest empfehle ich euch, das einfach mal anzugucken und achtet besonders hier auf die Details. Natürlich gibt es in VRChat auch noch andere Anime- und Videospielsachen, welche man sich unbedingt mal angucken sollte. Da mein Kanal aber hauptsächlich auf Sword Art Online ausgelegt ist, wollte ich euch natürlich hier nur den Sword Art Online Kram zeigen. Das aus meiner Sicht wichtigste und beste aus VRChat habe ich euch hier ausführlich mal gezeigt. Ihr solltet euch unbedingt auch mal selber VRChat herunterladen und euch die verschiedenen Welten einmal ansehen. Besonders die letzten beiden Welten, die ich euch hier in diesem Video gezeigt habe. Darüber zu reden hat mir zwar sehr viel Spaß gemacht, aber gerade das eigene Erlebnis ist um tausendmal natürlich schöner. Schreibt mir mal gerne in den Kommentaren, ob ihr selbst euch schon diese Welten in VRChat angesehen habt. Und wenn nicht, seid ihr nun interessiert? Schreibt mir natürlich auch noch weitere andere tolle Welten in den Kommentaren für die Leute, die sich natürlich auch noch für andere Anime- und Videospiele interessieren. Falls euch mein kleiner Ausflug nach VRChat gefallen haben sollte, so gebt doch dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage bis dahin und ciao, euer Flui.